Ich will euch ja am Supermarkt Samstag hier nicht langweilen, aber es gibt schon wieder was Neues von BrewDog und Aldi. Welches Land, welches Bier, wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung an einem Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal auf diesem Planeten entsprungen sind. Und in meinem heutigen Fall geht es mal wieder um Aldi Süd. Ich habe allerdings gehört, es ist nicht exklusiv bei Aldi Süd, aber vorwiegend bei Aldi Süd und ist insofern jetzt keine Fortsetzung dieser Aldi IPA, also Aldi IPA Geschichte, sondern ist ein eigenes Bier, was BrewDog rausgebracht hat, aber offensichtlich hauptsächlich über Aldi verkauft. Spannend finde ich, es gibt es beim Aldi für 99 Cent, BrewDog selber verkauft es für 1,49 im eigenen Shop, aber es ist auch ordentlich was drin und das macht mir richtig Freude. Es ist Citra Laurel Mosaic, Simcoe und Talos drin, also 5 Hopfensorten, die hier in Hop Fiction den Einzug gefunden haben. Und das ist ja doch relativ überraschend, denn 4,2 Volumenprozent, die dieses Pale Ale hat, das ist ja doch eher auf der schmalspurigen Seite, aber 40 Bittereinheiten. Ob das alles so gut geht, wir werden es gleich rausfinden. Die Malzsorten sind Carapils und Pale Ale Malz. Und ich würde sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, diesem Bier mal zum Leibe zu rücken. Leider in Österreich wohl noch nicht zu haben, aber habt ihr ja immer Mittel und Wege. Und da an der Stelle nochmal vielen Dank an euch alle, dass ihr immer so fleißig aufpasst, was es denn da so für mich gibt. Und gerade der Supermarkt Samstag liegt, glaube ich, einigen von euch richtig am Herzen. Goldgelbe, leicht getrübte Farbe, ein mittlerer weißer Schaum. Haftet auch ganz gut am Glas, macht jetzt nicht so den oberstabilen Eindruck, aber vielleicht täusche ich mich da auch in der Nase. Boah, also wenn das so losgeht. Mango, aber eine ganz kräftige Litchi-Note. Ah, so ein bisschen Steinobst, Aprikose. Dezente Süße auch. Und sonst eigentlich relativ wenig. Aber das ist schon ganz ordentlich. Also muss ich sagen, Respekt in diesem Sinne. Sehr zum Wohl. Cheers. Oh. Also jetzt muss man erstmal die 4,2 Volumenprozent irgendwie so aus dem Hinterkopf rauslöschen, weil das irritiert mich. Also das ist dann für mich so richtig dieser Session-Bereich und da werden die Biere ja dann manchmal schon, ich will es mal sagen, ein bisschen schwieriger, weil einfach da fehlt ein bisschen an Substanz und nö, das finde ich hier gar nicht. Das ist echt ordentlich gemacht. Es kommt mit einer richtig kräftigen Zitrusnote, das ist so ein bisschen Bergamotte, also so eine, ja, so ein bisschen eine schärfere Variante im orangen Zitronensegment. Ist jetzt nicht mehr so ganz so tropisch, wie es in der Nase noch gewesen ist. Insgesamt auch nicht mehr so ganz intensiv, aber dieses, wie gesagt, diese Bergamotte-Note finde ich sehr schön, also mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ja, es hat eine schöne helle Malznote, eine leichte Süße, die mit dabei ist. Die bittere mit 40 Bittereinheiten hätte ich jetzt auch nicht so hoch vermutet. Ja, sie ist schon intensiv, ja, sie ist schon da, aber da ist schon einiges von wegbalanciert. Ein bisschen Pinie, relativ wenig Herbe, das macht es sehr gut trinkbar und ist einfach angenehm und leicht im Mund. Hat so einen schlanken bis mittleren Körper, eine feine, sanftere Kohlensäure und eine tendenziell eher glatte Textur mit so einer ganz leichten Cremigkeit dabei. Und hinten raus, es wird immer weniger fruchtig. Also dieser relativ fruchtige Start, der lässt hinten dann doch sehr nach. Es wird ein bisschen trockener. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so dieses fruchtige Aroma, das hat sich gerade jetzt abgenutzt, ist verbraucht und hinten dann kommt so eine leichte Harzigkeit vom Hopfen rein. Ein bisschen mehr Bittere auch, also diese Süße, die vorher noch ordentlich balanciert hat, die geht hinten dann immer mehr weg und man merkt es richtig, dass es schön bitter im Mund wird. Also ich muss sagen, wenn das wirklich für 99 Cent im Aldi in Deutschland zu haben ist, dann würde ich da jetzt mal zugreifen. Das ist wirklich was sehr Ordentliches für den Sommer. Hop Fiction Pale Ale von BrewDog und von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Hop Fiction Pale Ale von BrewDog und offensichtlich
vorzugsweise im Aldi zu haben. Ein richtig, richtig schönes Pale Ale gemacht. Ist ein bisschen dünner, als man das vielleicht so gemeinhin gewohnt ist. Aber muss sagen, das ist immer noch ganz ordentlich. Und wie gesagt, es ist ja auch Sommer. Da muss es dann auch nicht immer so ganz kräftig sein, sondern da kann man dann auch mal eher auf der Session-Seite zu Hause sein. Dann soll es das von meiner Seite auch aus gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Montag wieder mit der nächsten Bierverkostung. Hier könnt ihr noch ein Abo lösen, dass ihr auf jeden Fall auch mit dabei seid. Dann verpasst ihr auch nichts. Und wir sehen uns, wie gesagt, dann am Montag. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.